Ja, wir machen weiter mit dem nächsten Thema, denn jetzt geht es in den Zentral-OP und wir gehen nochmal weiter in den in das Berufsfeld Arztberuf hinein und dazu sage ich jetzt erstmal als ersten Eindruck wieder Film ab. Ja, Zentral-OP. Hier haben wir schon wieder sozusagen ne, die Fachabkürzungen. OP steht für Operationssaal immer noch, Frau Dr. Decker, oder? Ja, ne? Der OP oder die OP-Schwester, der OP-Pfleger. Ich darf Sie vorstellen, zu meiner Rechten sitzt Professor Dr. Dorothee Decker. Sie ist die Oberärztin in der Chirurgie 1 und PJ-Beauftragte im akademischen Lehrkrankenhaus. Ich glaube, Sie haben vorhin schon ein bisschen drauf gebrannt, auch auf die ein oder andere Frage zum Thema, wie werde ich Arzt oder Ärztin, zu beantworten. Die Gelegenheit geben wir Ihnen gleich auch nochmal. Dann darf ich recht herzlich begrüßen den Gerd Seimetz, den Leiter des Zentral-OPs, an den ich mich noch gut erinnern kann, denn er hat mich mal hier durch den Zentral-OP als Reporter geführt und ich war sprachlos, über wie viel Kabel, Schrauben und andere Geräte er sozusagen hier den Überblick hat und behält und tagtäglich die Handreichungen macht. Kleine, etwas größere Einleitung, weil das hat mich wirklich beeindruckt. Und dann haben wir noch den Bereichsleiter chirurgischer OP, den Thomas Drautzburg. Und was die so machen, das sehen wir uns jetzt auch noch mal in einem kurzen Einspielfilm an. Ich sage wieder mal Video ab. Ja, wie werde ich Arzt oder Ärztin am Beispiel auch hier gerade nochmal bei den Bildern vom Zentral-OP? Ich habe ja selber schon mal das an Ort und Stelle besichtigen dürfen. Es sieht genauso immer noch aus wie auf dem Film. Also alles ordentlich sortiert und griffbereit. Und ich kann mich noch an die große Abzugshaube erinnern. Ich würde jetzt nicht aus dem Küchenbegriff dafür wählen, aber ne, da wird ein Unterdruck erzeugt, damit in diesem OP-Bereich alles sozusagen steril und sterilst, muss man ja schon sagen, wenn es da überhaupt eine Steigerung für gibt, abläuft. Und ja, direkt mal die Frage an Frau Professor Dorothee Decker. Ich habe das vorhin einleitend sozusagen in Ihrem Titel schon mal genannt. Sie sind die Beauftragte des Akademischen Lehrkrankenhauses der Johannes-Gutenberg-Universität und somit noch PJ-Betreuerin. Was verbirgt sich hinter dieser Abkürzung? Wir haben hier in Trier, zum einen sind wir Kooperationspartner des Medizincampus. Das heißt, die Studenten können ab dem 10. Semester hier in Trier Medizin studieren in Kooperation mit der Universitätsmedizin in Mainz. Zum anderen sind wir seit Jahrzehnten schon Lehrkrankenhaus für das praktische Jahr. Der letzte Anteil des Medizinstudiums ist ein sogenanntes praktisches Jahr.
Das heißt, bevor die Studierenden ihre selbstständige ärztliche Tätigkeit übernehmen können und müssen, dürfen sie noch betreut durch Kollegen ärztliche Tätigkeiten erlernen und das zunächst mal in Wahlfächern, die hier angeboten werden, die sehr vielfältig sind, und dann in den Pflichtfächern Chirurgie und Innere Medizin. Das sozusagen zur akademischen Seite. Kommen wir zu der pflegerischen, wo es ja anfängt mit einer Ausbildung erst einmal. Auch wieder in der Schule und dann spezialisiert man sich weiter, oder? Ja, nach der Krankenpflegeausbildung hat man die Möglichkeit, eine 2-jährige Fachweiterbildung machen für den OP. Früher war die Voraussetzung 2 Jahre praktische Arbeit im OP und dann erst die Schule machen, aber inzwischen lässt man das in einer kürzeren Form zu. Also man kann nach einem Jahr etwa kann man diese Fachweiterbildung beginnen. Und wie sieht es bei Ihnen im Bereich aus? Also OP-Bereichsleiter ist ja schon auch eine Leitungsfunktion, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das ist so der Einstieg in die Leitungs- oder Führungsebene bei uns. Erreicht man natürlich auch durch Schulungen, die ich jetzt auch selber kürzlich abgeschlossen habe, nach auf dem Wehrborn. Dem vorausgegangen ging auch die Fachweiterbildung, die ich auch gemacht habe, die auch über 2 Jahre geht. Und diverse Schulungen werden auf jeden Fall noch folgen. Kommen wir noch mal, weil ich da ja selber mal den Einblick hatte in Ihre Arbeit. Sie müssen in erster Linie auch, oder das ist auch eine ganz wichtige Qualifikation, ein guter Logistiker sein. Erläutern Sie das mal den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, die logistische Seite. Wir beherbergen so circa 3.900 unterschiedliche Produkte, also fast so viel wie ein Baumarkt. Ja. Und das ist alles erforderlich, um Operationen fristgerecht und zeitgerecht durchführen zu können. Es muss also, müssen alle Waren am Platz sein, so dass auch jeder sie finden kann. Also die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Kollegen im OP leicht arbeiten können. Das ist die Grundbedingung. Und das Ganze muss dann auch noch zertifiziert sein? Das muss zertifiziert sein, es muss dokumentiert sein. Also die ganzen Implantate, die an dem Patienten verwendet werden, müssen auch dokumentiert werden, sodass sie nachverfolgbar sind. Ja. Was ist das Interessante an Ihrer Arbeit? Beschreiben Sie das bitte mal. Es gibt viele interessante Aspekte, unter anderem halt die hohe Technisierung im OP. Mhm. Das heißt, wir haben wirklich neueste Geräte, die auch tagtäglich zum Einsatz kommen, die OPs erleichtern, wesentlich erleichtern. Es fängt bei dem OP-Tisch an, dass der halt kippen, kanten kann, dass es für die Frau Professor einfacher wird zu operieren. Mhm. Wir haben modernste HF-Geräte, Röntgengeräte. Das ist natürlich interessant, damit umzugehen. Auch ist ein Privileg, damit umgehen zu dürfen, weil viele Kliniken haben sowas halt nicht. Man hat den Faktor Mensch, um den es ja eigentlich geht, für die wir die ganzen Geräte angeschafft haben, wofür auch erlernt haben, wie wir diese Geräte benutzen. Oft auch gar nicht mehr mit Narkose, ne? Im Bereich der Chirurgie, oder wie ist das? Ich denke, die größte... Der Vollnarkose, sage ich jetzt mal. Ja, man hat natürlich viele andere Anästhesieverfahren, von der Spinalanästhesie bis hin zu einem Nervenblock. Ich hoffe, ich begebe mich nicht so auf dünnes Eis. Nein. Oder halt auch Lokalanästhesie, werden auch kleine Operationen. Macht ihr auch, ja. Genau, die wir auch durchführen können, wie zum Beispiel Port-OP, halt auch speziell im chirurgischen Bereich, kommt es halt öfter mal vor, und diverse andere Sachen. Was ich beeindruckend fand, ihr seid auch sehr spezialisiert auf den Bereich Hals-Nasen-Rachenraum hier. Ne? Wir als Chirurgen nicht so. Also wir haben sehr viele spezialisierte Zentren, auch zertifizierte Zentren. Ich selbst leite das Adipositas-Zentrum. Wir sind aber auch Esophagus-Pankreas-Zentrum hier zertifiziert als eine der wenigen Kliniken überhaupt in Deutschland aufgrund unserer operativen Expertise. Es ist so, dass wir eine Vielfalt von Operationen durchführen, einfach große offene Operationen mit großen Bauchschnitten und dann aber auch Operationen mit kleinen, mit Minischnitten. Da sind die kleinsten Schnitte 2,5 Millimeter groß. Eine Blinddarmoperation wird eben mit einem 10 Millimeter und einem 5 und einem 2,5 Millimeter Schnitt nur durchgeführt. Und das ist das, was gerade Herr Trautsburg sagte.
Hierfür ist eine enorme Technisierung notwendig. Wir haben in den OPs 4K-Systeme, Bildschirme, in denen wir den Bauchraum sehr gut sehen. Und es ist einfach so, dass wir hierfür auch sehr gutes, geschultes Personal brauchen, um die Geräte auch bedienen zu können. Und das Ganze, Sie sprechen das an, da sind dann die Radiologen, die Anästhesisten bei Ihnen mit drin. Das ist ja interdisziplinär auch ein bisschen. Im OP selbst sind wir ein Team, das wirklich im Operationssaal abgeschottet ist, beziehungsweise im Operationssaal unabhängig von den Radiologen arbeitet. Die kommen manchmal hinzu bei einigen Operationen. Das Team besteht bei uns im Operationssaal selbst meist aus dem Team der Anästhesie, haben wir schon gehört, dann aber von einem Operateur mit ein oder zwei Assistenten am OP-Tisch, der assistierende Operationspflegekraft und ein oder zwei Springern, die dann die ganze Technik bedienen und unsteril sind und eben da schauen, dass Material, was gebraucht wird, am OP-Tisch geliefert wird. Sie machen das schon sehr, sehr bildlich. Sprechen Sie, was einen letztendlich erwartet dort an Ort und Stelle? Was sind denn die konkreten Tätigkeiten? Ich habe es immer so angedeutet, Sie müssen Logistiker sein, Sie müssen schauen, dass alles nach zertifizierten Standard bereitstellt. Die Frau Professor Dr. Decker hat schon angedeutet, dass eben dann auch von Ihrer Seite jemand mit an den OP-Tisch kommt. Was ist Ihre Arbeit sozusagen? Die Arbeit ist das Instrumentieren. Also es gibt zu jeder Operation eine Vielzahl von Instrumenten, die der Operateur benötigt. Einer unserer Kollegen ist steril am Tisch und reicht diese sterilen Instrumente an, begleitet die Operation sozusagen. Und ein Kollege als Springer sorgt dafür, der ist nicht steril angezogen, sorgt dafür, dass alles, was noch zusätzlich gebraucht wird, angeliefert wird. Und Sie als Leiter schauen, dass alle sozusagen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind? Oder was ist Ihr Job dann konkret? Also mein Job konkret, ich koordiniere neben Herrn Seimetz die Abläufe unserer Mitarbeiter. Selber stehe ich jetzt nicht mehr so oft am Tisch oder bin auch nicht mehr so oft im OP, sei präsent, weil die Arbeiten drumherum auch erledigt werden müssen. Wir sind auch Vielzahl an Arbeiten, die gemacht werden müssen, auch um die Kollegen im Saal die Arbeit einfach zu erleichtern. Ja, so reicht schon. Also Sie müssen jetzt nicht noch, sage ich mal, Sachen erfinden an Tätigkeiten. Ich glaube, das ist schon eine ganze Menge, die da zu koordinieren und zu beaufsichtigen ist und was man alles im Griff haben muss. Hier kommt noch mal eine genaue Frage. Was genau kann ich als angehender Arzt oder Ärztin im praktischen Jahr hier lernen? Also das ist jetzt generell aufs Mutterhaus bezogen, vielleicht aber auch noch mal dann speziell runtergebrochen auf die Chirurgie. Sehr viel. Einerseits ist das Mutterhaus geprägt von einer sehr schönen Atmosphäre. Also man kann einen sehr guten Patientenumgang lernen, was als Arzt wirklich wichtig ist, weil der Arztberuf viel Empathie erfordert, ein Sozialberuf ist, der eben genau wie die Pflege auch sehr, man muss auf die Menschen eingehen. Man kann die Arbeit im Team lernen. Man kann aber je nach medizinischem Wissen, was wirklich die Grundvoraussetzung für den Arztberuf ist, auch schon Verantwortung übernehmen, selbstständig ärztliche Tätigkeiten durchführen, wie Drainagen legen, sonografieren, also Ultraschalle durchführen. Man kann Zugänge legen, man kann im OP, darf man Nähte durchführen, natürlich unter Aufsicht. Das höchste Gut ist immer der Patient und die Studierenden dürfen so viel machen und so viel Tätigkeit übernehmen, wie sie möchten und können. Das ist ganz individuell und das ist gerade auch unsere Spezialität und unser Plus, dass wir die Studierenden da abholen, wo sie sind und wirklich sie an den
an die endgültige Verantwortung und an den Arztberuf ranführen. Und das sind ja keine, sagen wir, Anfängerinnen und Anfänger mehr, Arzt im praktischen Jahr. Da hat man schon wie viele Semester hinter sich? Da hat man schon 10 Semester studiert und auch also 5 Jahre Examina, ne, hinter sich. Und das letzte Examen wird dann von uns hier durchgeführt. Kommen wir noch auf die Voraussetzungen kurz zu sprechen. Wir hatten vorhin auch gehört, welche Schulbildung, welche persönlichen Fähigkeiten sollte derjenige oder diejenige denn mitbringen, um in Ihren Bereich einzusteigen, in den Bereich der Pflege dann? Also kurz Schulbildung, ganz klar mittlere Reife. Danach folgt diese 3-jährige Ausbildung, die jetzt ja generalistisch vollführt wird. Anschließend stehen einem danach eigentlich alle Türen offen. Das heißt, wenn ich die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen habe, kann ich mich für einen Bereich entscheiden, der mir auch in der Ausbildung vielleicht zugesagt hat. Wenn natürlich alles gut läuft, ist sogar eine Stelle da verfügbar und frei, die ich dann eigentlich direkt im Anschluss einnehmen kann. Ja, wie sieht es aus Ihrer Sicht aus? Was sollte man an persönlichen Fähigkeiten mitbringen? Neben, sag ich mal, man muss ja auch logisch denken können, denke ich, wenn man so mit Logistik zu tun hat und mit den Geräten und aber eben auch dieser Teamfähigkeit, Teamarbeitsfähigkeit. Was würden Sie noch draufsatteln? Ja, Teamfähigkeit. Wir arbeiten mit ganz vielen verschiedenen Berufsgruppen zusammen. Und es muss einfach wie im Zahnrad funktionieren. Da ist die Reinigungskraft genauso wichtig in ihrer Tätigkeit wie der Operateur. Ja, also es muss alles verzahnt sein und nur dann wird das ein gutes und vernünftiges Ergebnis. Ja, Schlussstatement, schon wie schnell die Zeit hier rumgeht. Also wir haben ja noch etwas mehr wie eine Stunde und noch weitere Bereiche. Die Schule kommt ja noch und das ist sicher dann auch für die Schülerinnen und Schüler interessant. Nochmal der Hinweis, stellt ihr uns Fragen per Mail, Facebook, YouTube, Instagram. Wir beantworten die, ihr habt das ja mitbekommen. Ich habe mein Handy, hier ist es übrigens. Da kriege ich von der Kollegin Bettina Leuchtenberg, die hier im Bereich Öffentlichkeitsarbeit unterwegs ist, immer die Fragen direkt reingestellt. Also nochmal Ihr Statement, warum Sie aus Ihrer persönlichen Sicht sagen, ja, das ist hier mein Beruf. Ja, man redet immer so gern von nicht dem Beruf, sondern der Berufung am Ende. Es ist tatsächlich eine Berufung, es ist kein Job, weil es das Zeitliche oftmals auch sicherlich die normale Arbeitszeit überschreitet oder es ist keine geregelte Arbeitszeit, wobei das Arbeitszeitgesetz natürlich beachtet wird. Es ist ein wunderschöner Beruf, insbesondere hier im Klinikum Mutterhaus. Wir sind ein tolles Team und ich kann nur jedem Studierenden empfehlen, zu uns zu kommen, uns kennenzulernen und die Ausbildung hier zu vervollständigen. Leider haben wir noch nicht die Möglichkeit, euch via Stream hier hinzubeamen. Das geht immer nur im Raumschiff Enterprise. Aber ich könnte mir vorstellen, beim nächsten Mal werden wir vielleicht Mischform machen, digital und Präsenz. Dann könnt ihr die Gespräche mit diesen wirklich sympathischen Menschen, fachkompetenten Menschen persönlich weiterführen. Aber auch Ihr abschließendes Statement, was bringt Ihnen Ihr Beruf, Ihre Berufung hier persönlich? Also mein Beruf bringt mir tägliche Abwechslung, eine Zusammenarbeit mit einem wirklich tollen interdisziplinären Team und halt diese hohe Grad an Technisierung, den ich sonst halt nirgendwo im Krankenhaus habe. Herr Salmetz, Sie machen das im wievielten Berufsjahr jetzt, darf ich mal fragen? Im 42. Eieiei, und das ist aber, wie heißt das schön, das ist tatsächlich die Berufung, ne? Ja, das stimmt schon. Also es ist ganz wichtig, dass man eine Zufriedenheit mit seinem Beruf hat. Und das ist im Mutterhaus möglich. Und die Lebensarbeitszeit geht zu Ende, aber mit viel Zufriedenheit und viel Glück. Jetzt möchte ich ja doch wissen, wenn Sie das schon ansprechen, indirekt, die Lebensarbeitszeit nähert sich dem Ende. Was ist so Ihre Botschaft an Ihre Nachfolgerinnen und Nachfolger? Wir nehmen das jetzt einfach mal vorweg. Ich weiß nicht, was konkret ist, aber ich finde das jetzt gerade so spannend und auch so berührend, was Sie gerade gesagt haben. Ja, es ist wirklich ganz wichtig, zufrieden zu sein mit seinem Beruf. Und dann hat man die richtige Wahl getroffen. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich diesen Beruf mal anzusehen und gegebenenfalls sich auch bei uns zu bewerben. Weil wir haben immer Bedarf. Und das ist das, was ich gerne hätte. Also
Er ist auch ein wunderbarer Stichwortgeber, finde ich. Denn Ansehen, das können wir jetzt gleich wieder mit einem Kurzvideo. Denn ich darf mich jetzt erstmal wieder bei Ihnen drei bedanken für diesen, ja, ich habe schon fast ein bisschen Gänsehaut, so persönlichen Einblick. Das ist schon ungewöhnlich in einem digitalen Format. So etwas wie ein Spirit auch, und das hoffe ich, kommt rüber bei den vielen Zuschauerinnen und Zuschauern, dass hier das Mutterhaus in Trier, der Bohemerin, doch etwas, ja, Besonderes, sagt man, ist, ne? Etwas Besonderes. Und das wollen wir weiter vertiefen. Vielen Dank für diese Runde. Geben wir auch noch mal einen Applaus. Ja. Also, vielen Dank.